London Pop News von Joe Berger. London Pop News, London Pop News, London Pop News, Pop News. Here comes the London Pop Line, the hot news of today. The ladies from the hot line of Disco 71. Ah, hallo liebe Freunde. Tony, ich sehe gerade nächsten Mittwoch. Jetzt bekannt gegeben, wer der Popstar des Jahres 1971 ist. Und dieses Ergebnis möchte ich schon gerne vorher herauskriegen. Ja? Ja, und dieses Girl sollten Sie eigentlich auch kennen, denn immerhin ist sie ja jeden zweiten Dienstagabend Ihr Gast im ZDF. Natürlich. Sie kennen mich doch. Ich bin Annabelle Hirst vom Department Dance. In ihren eigenen vier Wänden ist Annabelle übrigens ein bisschen ruhiger, wie halt alle Musikliebhaber. Ich mag Musik jeder Art. Elton John, Melanie, Beethoven. Aber auch Underground, wie zum Beispiel Colosseum, Spooky Twos. Apropos Spooky Twos. Gary Ray versucht mit dem Split der Spooky Twos seine eigenen Wege zu gehen. Im Londoner Key Club gab er sein Debüt nach gründlichen Vorbereitungen, die er übrigens selbst kontrollierte. Angefangen vom Ausbalancieren der Beleuchtung bis zum technischen Aufbau hin. Disco 71, I feel I have far greater possibilities because I'm controlling my music more. Und heißt Freiheit in der Musikwahl weiterhin progressiv oder diesmal Pop-Commercial? Well, I think you can get a good idea from listening to my single, which is called Get on the Right Road. Doch zurück zu Annabelle. Hier, eigenes Kunstwerk übrigens. Und ein Buch hat sie auch schon mal geschrieben. Ich meine, bei so viel Talent müssten wir da auch irgendwie die Kunst aufbringen, uns das Ergebnis der Popwahl 71 zu organisieren. Einbrechen? Ich? Keiner hier. Gut, mach's Licht an. Also ran an die Arbeit. Junge, was für ein Büro. Chefredakteur müsste man sein. Hier, das ist ziemlich geheimnisvoll. Was? Mal sehen. Kein Geheimnis für mich, denn Barry hat mich ja schließlich selbst eingeladen, sein neues Flat zu besichtigen. Mitten im Herzen London liegt's. 14 Stockwerke hoch. Eine Aussicht von da oben. Unbeschreiblich. Einfach alles zu sehen. Unglaublich. An diesem Konferenztisch hier heckeln Barry und sein Bruder Paul ihre Pläne aus. Unter anderem schrieb Paul auch hier Barrys neueste Single, It's Retten. Eine Art Lebenshobby sind diese vier Tierchen hier. Wachhunde? Man braucht sich nur die Nase zu putzen und schon verschwinden alle Mann, alle Hunde hoch unter den nächsten Couch. Und das sind die Farben, mit denen Barry seine zeichnerischen Fähigkeiten zu Papier bringt. Eine Ausstellung hatte er übrigens letzte Woche in Köln gehabt. Eine recht erfolgreiche Ausstellung übrigens. Na bitte, eine Bar darf natürlich nicht fehlen. Insgesamt, man muss sagen, dufte Bude. Tja, und das ist Piccadilly Witch, die Gruppe habt ihr ja eben gesehen. Und die Gruppe kann diesmal wirklich gut lachen. Denn sie hat einen irrsinnig guten Vertrag abgeschlossen. Nicht als Künstler, sondern als Produzenten. Jawohl, Piccadilly Witch produzieren auch in der Zukunft Künstler, die sie selbst entdeckt haben. Übrigens, das Maskottchen da vorne ist Waldo, gemäß der neuen Piccadilly Witch Single. Doch zurück zum Vertrag. Insgesamt 60.000 D-Mark Vorschüsse erhält die Gruppe für ihre Produktion. 200 Stück sollen es werden. Wer weiß, vielleicht hören wir schon bald davon eine in Disco 71 in Berlin. Hey, Annabelle, wie läuft's denn jetzt? Ah, das ist Nachricht, die kenne ich schon längst. Und einmalig in Britens Popgeschichte ist der Erfolg der Mixtures. Es ist das erste Mal, dass eine australische Produktion Nummer 2 in England wurde. Der Pushbike-Song heißt es und es klingt stellenweise so stark nach Mango Jerry, dass mancher Kritiker ihn spöttisch In the Wintertime nennt. Aber die Mixtures haben trotzdem gut lachen. Sie kamen aufgrund des Erfolges sofort von Melbourne nach London, hatten mehrere TV-Spots und siehe da, schon bald kassierten sie eine silberne Single für insgesamt 250.000 verkaufte Platten. Und Hot Pants. Was für ein Sommer wird das geben? Ich hab's!
Sie haben, geht auch nicht wie auf dem Mars. Hallo, Chef. Hallo, Cembalo. Thank you very much. Cheers. Also, so lange. Ich muss Oh, Manga Jerry. Ah, natürlich verschlossen. Naja, das waren unsere Nachrichten für heute. Wenn ich hier pünktlich rauskomme, dann beim nächsten Mal mit noch mehr. Ah. Nein, Güte, lass mich das mal den Departement wegmachen. Ja. Yeah. Oh. Gut, dass ich bei dir komme. Bitte. Ach.